Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen beim neuen Part von Shin Megami Tensei 5. Man kann schon erkennen, dass ich seit dem letzten Mal mein Team ein bisschen hochgepusht habe. Ich habe sogar mein Team endlich mal hier abgegradet. Ihr seht schon, ich habe den alten Boss zu meinen Verbündeten gemacht und das nicht nur einen. Also ja, die Hydra, der erste Boss ist jetzt mein Sklave, so gesehen. Und das Vieh, was mich damals in der ersten Ebene fertig gemacht hat. Ich habe immer alle Evangeliums benutzt, einfach weil die Viecher sogar über meinem Level waren, statt dass ich overleveled war. Ja. Ihr habt da das Maximale rausgeholt. Und ich würde sagen, let's go. Ich habe übrigens auch meinen physischen Skill einmal über Glorienkristalle einmal aufgebessert. Der ist jetzt auf plus 3 statt auf plus 1. So, dann lasst uns jetzt aber mal endlich durch diese Flammenwand gehen. What has allowed you to come this far? Few have ever withstood my... Ich hätte Eiskameraden eventuell nehmen sollen. Fight for metal as much as you please. It doesn't change the fact that God is dead. The end of this world is long overdue. With my flames, I, Surt, shall cremate it all. Das wird ein heftiger Kampf, ich sehe schon. Do not dare to think you can stop me. I shall reduce you to ash along with everything else. Ich wette damit, dass der gegen Eis schwach ist, aber wir gucken mal sicherheitshalber nach. Ich bin auch nicht so sehr overlevelt. Im Übrigen, die Level machen beim Schaden nicht so einen riesen Unterschied. Und tatsächlich. Feuer darf ich gar nicht benutzen und am besten ich benutze Eis. Der hat eine neue Fähigkeit, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ragnarök. Eine Fähigkeit, die ich gerne hätte, weil das mal was Besseres wäre als dieser Feueratem. Muss aufpassen, er kann im Feuerdrachenschlag. Okay, dann wechsle ich mal eben kurz zu einem Eisteam. Tatsächlich kann Lamu den Eisdrachenschlag, deswegen kommt er rein, vor allem weil er nicht gegen Feuer schwach ist. Und am zweiten würde ich, glaube ich, King Frost dazu holen. Aber erstmal gucken. Der Succubus hätte zur Not Bufula, das würde aber nicht so viel Schaden machen. Black Frost wäre auch eine Option zur Not. Ich habe mir sehr starke geholt. Übrigens, die Chimäre, die war tatsächlich so eine zufällige Fusion. Ich habe da was anderes rausbekommen, als ich wollte. Und dann bekam ich auf einmal die Chimäre. Ja, komm. Wir nehmen gegen Frost und hoffen aufs Beste. So, du machst jetzt erstmal deine Perle der Hygia. Du kommst eh nicht nochmal dran. Dann kannst du im nächsten Zug nämlich auch bessern. Und jetzt will ich endlich diesen wilden Wirbelhieb sehen. Übrigens, die durchbohrende Glorie, die konnte ich schon mal ausprobieren, ne? Ich meine, die habe ich letztes Mal angesprochen. Bin nicht, das macht mal, dass meine Angriffe ultra stark sind. Auch ohne Crits. Dadurch hat Aramasa ungefähr das Dreifache einmal bei mir gemacht. Und ich will sehen, was dieser wilde Wirbelhieb jetzt ist. Boah, der ist ja mega cool. Boah, das sieht aus wie ein Finisher-Move, ey. So, Eisdrachenschlag. Oh, der kann Konter. Königsbufula? Ja, Königsbufula würde ich ihm gleich sagen. Aber erstmal. So. Er trifft dann weniger.
Oh nein, Magatsui, wahrscheinlich wird er gleich seinen Ragnarök einsetzen. Weil das klang so nach einer Ultimativfähigkeit. Kanabischirm! Los, Drachenschlag! Funktioniert doch. Und weswegen habe ich mir Sorgen gemacht? So, Abwehr runter. Und jetzt der Ultra Boost, goldener Apfel! Ach, Idun. Die Perle meines Teams. Ohne dich würden wir sterben. Merkt ihr den Unterschied? Gerade eben hat 150 gemacht und jetzt hat mit jedem nur 60 ungefähr gemacht. Das ist ein gewaltiger Unterschied, diese komische Glorie. Dieser Konter. Der nervt. Aber die Abwehr von ihm sinkt immer weiter. Autschen. War Lamu doch gegen Feuer schwach? Oh, doch, er war gegen Feuer schwach. Upsen. Ich würde eine Eistechnik bei ihm einsetzen, aber der hat keine, mein Hauptschar. Ja, der setzt ja so oder so immer Konter ein. Oder auch nicht. Ich könnte auch Leben der Verderbnis nutzen. Ich will aber nicht ganz so viel Schaden machen. So, King Frost schenkt seine Abwehr noch weiter. Ist ja noch nicht gering genug. Der ist gleich schon tot. Wie groß der Kraftunterschied manchmal sein kann, ne? So hieß er ja. Und noch weiter senken die Abwehr. Ich könnte nochmal goldene Apfel machen, aber ich lasse sie lieber verteidigen. Autschen. Okay, der sollte gleich tot sein. Komm, Leben der Verderbnis! Muahaha! Ein Boss tötet einen anderen Boss. Jetzt kommt höchstwahrscheinlich eine Sequenz. Ich krieg nur einen scheiß Spiegel dafür. Easy. Wie nennst du Proto-Scheusal? Oh, 20.000 Macker, okay. Ist annehmbar. Und nochmal 30.000 für alle. Ja, ich kann ihn irgendwann eventuell mir selber machen. Kurze Frage, was bräuchte ich überhaupt für die Fusion? Und was willst du? Ja. Okay, ich habe übrigens auch schon alle vorherigen Bosse umgebracht. Jetzt mal ganz kurz nachgucken. Wir sind hier noch nicht fertig. Nie im Leben, Leute. Hier in der Kadaverkaverne ist auch irgendwas neu. Oh, jetzt kann ich die Juwelen kaufen. Das könnte praktisch sein. Am besten Essenzen kann ich jetzt neu kaufen. Parvati vom Fürsten. Zetanta. Fornois und Artis. Also nicht wirklich starke Essenzen. Ich will jetzt nur noch gucken, was bräuchte man, um diesen so zu erschaffen. Okay, Level 62 brauche ich. Im Übrigen, falls ihr wissen wollte, was ich für den brauchte. Und bei der Hydra. Als ich diesen Jolungrill mir versucht habe zu machen, ist aber die Hydra entstanden.
Ich habe mir auch den Boss schon einmal gecraftet, aber der ist echt scheiße fürs Team. Der ist wirklich nicht gut. Der macht nur 2 Level, wenn ich ihn fusioniere. Aber das Geld hätte ich tatsächlich. Return. Na gut, dann gehen wir jetzt mal den Bereich weiter, ne? Ihr habt übrigens nichts mit dem Boss verpasst. Die haben ungefähr genauso viel machen können wie der Endboss gerade. So, da ist auf jeden Fall noch eine Abszesse vor mir. Das sehe ich ja an der Karte. Die können wir ignorieren. Hey! Na? Ichiro! You really brought down that hothead, huh? Sheesh! Here's something else. I've gotten a lot better at fighting myself, but I'm nothing compared to you. Geduld, das wird schon noch. You think I can really get there? All right then, I'll take your word. Gotta say though, was nur dein Bestes geben. I got these angels from Master Abdiel. Only because of her I made it this far without getting killed. Actually, if we hadn't run into her back there, I probably would have been screwed. Du musst nur an dich glauben. But it's not enough. I've got to know the limits of my power. Make the wrong call out here and you're dead. Seriously. Richtig. I really can't thank Master Abdiel enough. I actually met up with her again after we separated. She leads others without any hesitation at all. Feels like if it's her call. That reminds me. You know how Director Koshi Mizu always asks us what we want to do? Or what we think? Was halte ich davon? Es fehlt am Selbstvertrauen. I mean, isn't it the leader's job to be on top of things? For someone with no confidence in themselves, like me, I just feel so insecure. I just want... If confidence isn't exactly your strong point, then it helps to have someone with a plan. Someone like... Whoops, sorry. Didn't mean to hold you up. Let's both... Ich passe ja schon gut auf dich auf. Ach, stimmt, ich hätte mich... ich sollte mich eventuell heilen. Einen Moment kurz. Oh, da bin ich wieder. Jetzt habe ich mein Team vollständig geheilt. Und auch schon mal umgestellt. So, zuallererst... Wo ist Abszess? Da ist Glorie. Glorie ist immer willkommen. Ich würde aber am liebsten erstmal die Abszesse vernichten. Irgendwas will mich. Wie komme ich da oben dran? So. Ich will hier hoch offenbar, weil dann komme ich an meine Glorie. Direkt in das Loch gucken. Schlaue Entscheidung. Man merkt, dass ich keine Glorie mehr habe. Aber dieser Sohn, der war bestimmt nicht der Endboss von dem Gebiet. Da kommt noch einer. Ach, Mann, Mädel. Nicht immer die Dämonen rausfischen, die mir eh nichts bringen. Ihr seid noch ein Biemann. Einer noch und ich habe wieder irgendeinen Bonus. Die letzten waren nicht so besonders. Nur ein Juwel meistens. Und etwas, das ich eh schon 10.000 Mal habe. Und damit habe ich einen neuen Drachenlinienquell erreicht, zu dem ich mich porten kann. Ich will aber eigentlich nochmal zurück, den Miemann einsammeln und die Glorie. Da ist ja noch ein Quell. Soll ich ihn einsammeln? Ja. Hey du, Dämon, warte mal. Ja.
einigen wir uns auf die Hälfte. 10.000 kann ich ruhig für abgeben, dass es so schnell wieder verdient. Okay. Man muss Maschinen in der Nähe vernichten. Oh, ein neuer Begleiter. Schön, dass er sich immer mit der Hälfte abgibt. Okay, da muss ich Maschinen zerstören. Ich habe mir einen neuen Begleiter erkauft. Und glaube ich, dass zwei von den Dingern einfach direkt beieinander stehen. Na gut, die Maschinen machen wir dann nächstes Mal kaputt, beziehungsweise wir fangen dann damit an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!